Simo ist deshalb so toll, weil es einerseits irrsinnig lustig ist und andererseits einfach sehr tiefsinnig und tolle Themen behandelt auf eine sehr hintergründige Art und Weise. Wenn man weiß, wie unser Bühnenbild aussieht und wenn man weiß, wie der Abend angelegt war, dann liegt, glaube ich, eine filmische Umsetzung von dem Stoff ziemlich nah. Wir hatten vor der Bühne eine Gaze gespannt, mit der wir sozusagen Schnitte gemacht hätten. Und wir haben Kostüme, die eben sehr große Körper sind, in denen die Schauspieler drinstehen. Und die hätten wir sozusagen Szene für Szene in neuen Konstellationen aufgestellt. Und dann wäre sozusagen das Licht angegangen und hätte nicht gesehen, wie die Veränderung zustande gekommen ist und hätte ein neues Bild gesehen. Und das ist ja eigentlich ziemlich filmisch. Wir haben ja gesagt, okay, wir haben einen bestimmten Probenstand und den wollen wir ja umsetzen. Und das heißt auch, dass wir den Raum übernehmen, dass wir die Kostüme übernehmen und so weiter. Und das war eben für den Film wahnsinnig gut, weil ganz viele Einstellungen sich sozusagen eigentlich von den Kostümen her denken. Weil wir die Kostüme im Filmbild eigentlich so behandeln wie Skulpturen oder die Anordnung der Schauspieler so behandeln wie Installationen. Und gleichzeitig nehmen wir natürlich die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, die Schauspieler sind weiterhin in starren Positionen, aber das, was sich jetzt bewegt, das, was vorher sozusagen der Blick des Zuschauers gewesen wäre, der sich natürlich automatisch über das Bild bewegt, ist jetzt die Kamera. Mhm. Und das hat uns natürlich gleichzeitig auch noch die Möglichkeit gegeben, nicht nur den Blick des Zuschauers zu mimen, sondern sogar eben den Blick von Figuren. Was die Spielweise angeht, haben wir uns jetzt nicht der Kamera wirklich angepasst, würde ich sagen. Also wir haben, also es ist genauso exaltiert oder also sozusagen bühnenwirksam. Genau, es ist nicht irgendwie reduziert für den Film oder klein oder, also es ist genauso künstlich eben geblieben. Diese Kinder, die sozusagen dazu gebracht werden, an eine bestimmte Gesellschaftsordnung zu glauben, die von ihnen, die ihnen nahegelegt wird, bestimmte Normen, die sie einhalten müssen oder an denen sie sich abarbeiten sollen. Das macht, also natürlich macht diese Isolation das Ganze zu einer Art Mysterium für die, was sozusagen, wodurch diese Normen sozusagen keinen Abgleich haben. Also es gibt sozusagen etwas, was ich verfolgen soll und ich weiß nicht mal, wer mir das erzählt, weil es sozusagen diesen Dr. Bärfuß in dieser Anstalt zumindest in Anwesenheit der Kinder nicht gibt. Also sie haben ihn noch nie getroffen. Das heißt, sie müssen sozusagen einer unsichtbaren Macht folgen. So. Und was dann sozusagen während des Stückes passiert, dadurch, dass sie eben so alleine sind, ist, dass unterschiedliche Probleme, Sehnsüchte und Wünsche verstärkt werden und dadurch sozusagen überhaupt an die Oberfläche kommen. Natürlich hatten wir sozusagen bei den Proben viele Situationen jetzt oder beim Dreh, dass ich vielleicht anders als
vorher jetzt bei einigen Stellen sozusagen innegehalten habe oder mehr anfangen musste zu schmunzeln, dann dachte ich, Gott, kann man das überhaupt noch bringen? Weil es natürlich sehr jetzt dadurch teilweise sehr schwarzhumorig geworden ist. Also es ist, da wird sozusagen von den Erwachsenen gesprochen, die für die Kinder sterben sollen, weil Kinder sterben ja nicht. Wo wir auch darüber geredet haben, okay, das könnte man sogar ändern, na gut, dann sterben eben die Alten für uns. Oder dass diese Figuren sich ja auch nie berühren. Also das ist ja auch sozusagen etwas, was jetzt durch unsere Bühnenfassung reingekommen ist, weil sie ja nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwie näher zu kommen und dadurch natürlich der Drang oder der Wunsch, das zu tun, natürlich noch viel größer wird. Und das kann man, das sieht man jetzt natürlich auch in einem anderen Licht. So. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Dinge geändert hätte aufgrund von der jetzigen Situation oder so. Also ich glaube, dafür ist das Stück zu gut, als dass man das sozusagen durch Aktualisierung aufpeppen müsste. Natürlich ist es jetzt eine andere Situation, das zu filmen, und wir haben ja auch Corona-bedingt jetzt viele sicherheitstechnische Dinge, die eben auch auf den Proben gelten. Also deshalb habe ich ja auch hier so eine Maske auf. Oder jetzt gerade nicht, weil wir haben ja jetzt genug Abstand. Aber sagen wir mal so, also ich glaube, was sozusagen mehr verändert hat, war einfach die Arbeit untereinander. Also sozusagen, wie sehr man jetzt gegenseitig aufeinander aufpasst. Sozusagen innerhalb des Teams, glaube ich, sozusagen eine größere Sensibilisierung gebracht und auch den Schauspielern gegenüber oder auch die Schauspieler untereinander. Also das würde ich sagen, dass es das vielleicht mitgebracht hat. Dass es so viele Leute wie möglich sehen und wenn sie es zu Hause schauen, sich zumindest in kleinen Grüppchen auf dem Sofa versammeln.